Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend. Nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt auch noch Seitenwechsel, der Podcast. Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Dann mal los. Oh, Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Meinung oder gibt es einen Seitenwechsel. Wir haben eine neue Podcast-Folge, lieber Carsten. Ich grüße dich. Hallo, ich dich auch. Und ich freue mich, wieder mit dir über ein Thema sprechen zu dürfen, was sicherlich im Augenblick gesellschaftlich sehr, sehr relevant ist. Ja, finde ich auch. Wir haben nämlich im Moment Sendepause in unserem TV-Format, aber das hält uns nicht ab, uns einfach als Special-Folgen hier so ein paar Themen zu schnappen, die wir spannend finden und die wir gerne mit euch besprechen wollen. Ja, unser Thema heute, je größer die Age Gap, umso größer das Trennungsrisiko. Man könnte auch sagen, je größer der Altersunterschied, aber natürlich ist es heute modern, Anglizismen zu verwenden. Und deswegen hat unsere liebe Redakteurin How International We Are gesagt, nein, das war eine Schlagzeile, lieber Carsten. Je größer die Age Gap, umso größer das Trennungsrisiko. Und dann übernehme ich das natürlich auch sehr gerne. Ja, ist das so? Also, ich habe ja mich gerade selbst dabei ertappt, wie ich so dachte, Mensch, wäre eigentlich für Carsten ein Altersunterschied ein Problem oder nicht? Wir müssen uns einschätzen. Genau, ja. Wir müssen uns einschätzen. Und trotzdem ist ja so die Frage, ist heutzutage ein Altersunterschied eigentlich noch ein Problem? Ich würde sagen, immer weniger. Und trotzdem, glaube ich, kann man auch nicht ganz abstreiten, dass es da auch Herausforderungen gibt, wenn es einen großen Altersunterschied gibt. Ich persönlich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich frech sein darf, aber ich würde sagen, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass du gegen irgendwie eine Partnerin, die 10, 12, 15 Jahre jünger ist, gar nichts einzuwenden hast. Nein, hätte ich nicht. Ist im Moment, oder meine Lebenssituation ist eine ganz andere. Und da rede ich nicht nur von der augenblicklichen, aber... Hast du eine etwa ältere? Nehme ich mal, nein, so, nein, so nicht, ist nicht älter, aber nein. Komischerweise hat das für mich nie eine Rolle gespielt. Das Alter. Es gibt ja statistische Erhebungen, die können wir nochmal drüber reden. Also ob ich sozusagen, vielleicht kommen wir nachher bei den Fragen nochmal, die du mir vielleicht stellst. Eventuell habe ich welche an dich. Ja, da können wir das nochmal genau vertiefen. Generell glaube ich, ist das so, dass es eher damit zu tun hat, wie ist die gemeinsame geistige Ebene? Ja. Was sind die gemeinsamen Interessen? Und da, glaube ich, liegt öfter der Schlüssel, dass man sagen müsste, es gibt so wenig Gemeinsamkeiten, dass man einfach dann sagen muss, naja, das ist zwar mal eine Weile ganz schön, aber dann hört es auf. Seinen Reiz, aber hat keine lange Halbwertszeit. Ja, ja, aber ich glaube, dass das Thema Alter oder ob jetzt jemand jünger oder älter ist, also auch ob die Frau älter ist. Macron ist da ein sehr prominentes Beispiel, glaube ich. Hat er eine jüngere Partnerin? Eine wesentlich ältere. Wusste ich gar nicht. Ja, ja, das ist wie Art seine, das sieht ein bisschen aus wie teilweise auch seine Mutter, aber das ist, glaube ich, nicht das ist sozusagen ein gesellschaftlich unglaublich relevantes Thema, aber... Da sieht man, dass es also auf eine sehr lange Zeit auch gut gehen kann. Ja. Was ist bei dir? Ja, nee, ich glaube, du, glaube ich, nach oben oder nach unten hast du dir auch keine Grenzen gesetzt. wir reden vom Partnerschaftlichen, richtig? Ja. Also, nee, da muss ich schon ehrlich sagen, ich glaube, ich könnte mir ganz, ganz schwer vorstellen, dass ein Partner von mir 7, 8 oder 10 Jahre jünger wäre. Also, ich frage mich gerne in 10 Jahren nochmal. Aber jetzt gerade würde ich sagen, wäre nach unten sowie auch nach oben eine Spanne als
Lebenspartner, glaube ich, von 5 Jahren oder so für mich in Ordnung. Alles darüber kann ich mir, glaube ich, einfach schwer vorstellen, dass so die Interessen wirklich passen würden. Also ich hätte auch wirklich gar keine Lust, irgendwie eine Partnerin zu sein, die einfach auch schon bestimmte Dinge zigmal erlebt hat und mein Partner ist da gerade mittendrin oder das erste Mal oder dabei. Umgekehrt. Ja, oder umgekehrt. Also ich glaube, sich jetzt auch aber zu begleiten. Du hast so viel erlebt, dass es vielleicht auch dann einem 20 Jahre älteren Partner schwerfallen würde, da mitzuhalten. Wie kommst du denn darauf? Nein, aber also du sagst, nee, so 10 Jahre älter oder 15 Jahre älter wäre ein Problem. Alter. Also ein Problem vielleicht nicht, aber ich kann es mir einfach gerade schwer vorstellen als Lebenspartner. Mhm. Also, aber ich weiß auch, dass man niemals nie sagen sollte und dass im Endeffekt Liebe auch überhaupt gar kein Alter kennt. Ne? Also das sehe ich auch bei mir in der Praxis immer wieder, das habe ich in meinen Büchern schon in der Recherche gemerkt. Im Endeffekt hat es viel weniger mit der Zahl zu tun, die da im Ausweis steht, als einfach mit der Person und mit der mentalen und geistigen Reife und wo derjenige gerade steht, das ist eigentlich völlig unabhängig von dem Alter. Das ist Alter. Richtig, oder ich sage mal ganz ein bisschen boshafterweise, oftmals habe ich auch den Eindruck, auch mit dem Portemonnaie, ja. Weil, ja, ich weiß nicht. Kommst du auf Nicole, wie hieß sie? Warte mal, Nicole, nee. Ach, wie hieß sie denn? Also, du weißt schon, sie hatte irgendwie ja, dann... Ja, der war 90 und sie, aber na gut, ja, aber... Ja, und sie 24 Nicole oder sowas, Ann Smith, ne? Nicole Smith, danke schön, danke, danke, so, danke. Ja, die ja dann selber tragischerweise gestorben ist. Ja. Aber das war so, wo du gesagt hast, na ja, das war vielleicht kein Zufall, dass der auch ein bisschen Geld hatte. Nee, glaube ich auch. Was mich auch manchmal ein bisschen stört, ist dann, dass es so die reine Liebe sein soll, wobei, ich will es immer nicht in Abrede stellen, aber... Statistisch, es gibt ja statistische Erhebungen da auch zu dem Thema. Da, wenn der Altersunterschied sehr klein ist, ist das Trennungsrisiko nicht so groß. Mhm. Und ab einem Altersunterschied von, glaube ich, ab 10 Jahren nimmt das Trennungsrisiko signifikant zu. Das, ich weiß es gar nicht, das kann ich gar nicht beurteilen, aber man hört doch sehr oft, dass die da auch zusammen waren, sehr schillernde Boulevardpärchen. Ja. Dass die auf einmal dann sich nicht mehr so lieb haben. Mhm. Und da frage ich mich immer, ja, manchmal denke ich auch, jetzt ist sie auch selber so bekannt, die deutlich jüngere, jetzt kann sie es auch alleine irgendwie versuchen weiterzutreiben. Und ich weiß nicht, ich habe noch nie also einen 90 Jahre alten ehemaligen Schrankenwärter gesehen, der da mit einer 18-Jährigen um die Influencerin. Ecke Influencerin um die Ecke kommt, ja. Ist mir bis jetzt nicht begegnet. Ich frage mich, warum? Warum? Nee, ja. Das ist schon, nee, ja, das ist schon, irgendwo, die Frage lässt sich sehr leicht beantworten. Ja. Da habe ich manchmal so ein bisschen Bedenken, wenn ich das sehe, aber gut, man kann sie nicht absprechen, sind zusammen und gerade so in Künstlerkreisen, Schauspielerkreisen hast du ja sehr, sehr oft, dass die Altersunterschiede größer sind, ne? Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, wo ich mich zum Beispiel auch mal sehr, sehr, sehr getäuscht habe, muss ich ehrlich sagen, das kratzt auch heute noch an meinem Ego so ein bisschen. Ich hatte ein Interview gegeben oder ein Statement gegeben, damals, als das begonnen hatte mit Wendler und seiner Laura. Laura heißt sie, glaube ich. Und ich habe am Anfang, ich habe gesagt, ich gebe den beiden ein halbes Jahr. Im Leben wird das nicht halten. Inzwischen sind sie ja gerade frisch Eltern geworden. Da habe ich mich tatsächlich verschätzt, weil ich habe auch gedacht, dass dass die Fallhöhe so groß ist. Sie war ein Fan in der ersten Reihe und hat ihn, glaube ich, auf dem Konzert auch kennengelernt. Und dieser riesen Altersunterschied, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich klappen kann. Aber wie man jetzt sieht, klappt das dann doch schon relativ lange. Und auch wirklich so, dass sie enorm natürlich profitiert hat von dieser ganzen Öffentlichkeit und selber fast inzwischen ein größerer Promi ist als der Wendler selbst. Ja, ich habe es ja in einem anderen Podcast schon mal erwähnt. Es gibt ja auch wirklich ein sehr prominentes Beispiel, was ich also persönlich kennengelernt habe, nämlich Johannes Heesters und Simon Rittel. Und das war die Liebe ihres Lebens. Ja? Und zwar wahrhaftig und ehrlich. Oh, wow. Der Altersunterschied war 50. Wow. Und 50 das Jahre. Das habe ich damals schon ausgeführt. Wahnsinn. Das weißt du vielleicht noch. Ja, und, klar. Ja, und das hat aber funktioniert. Ja. Und da haben vielleicht auch welche gedacht, naja, irgendwie das Schwärmerei und das kann ja nicht funktionieren. Es hat funktioniert bis in eine Art Pflegestadium. Ja. Also wo sie sich dann auch wirklich um ihn gekümmert hat, als er bestimmte Sachen gar nicht mehr so konnte. Wo dann einfach auch die Liebe total im Vordergrund stand, ne? Das muss man so spannend sagen. Also es gibt auch andere Beispiele. Mhm. Ich halte es trotzdem für schwierig, weil das,
Das wäre, als wenn du jetzt Interesse an einer 13-Jährigen irgendwann, in, ja, also heute 13, in ein paar Jahren genau, natürlich nicht aktuell, würde, Entschuldigung. Das würde sich sozusagen von selbst verbieten, aber ja, das ist richtig. Das wäre schwierig. Aber denk mal, du wärst irgendwann, ne, natürlich weit über 10, 15 Jahren wärst du irgendwann 70. Aber ein Freund, der mal zu meinem Sohn gesagt hat, pass auf, der hat wirklich mal gesagt, Mensch, Konstantin, da war der so, keine Ahnung, so 20 oder so, ja, deine Freundin kommt ja gerade in den Kindergarten, ne? Das war total niedlich. Und Konstantin war so ein Männerscherz unter uns. Konstantin hat herzlich drüber gelacht, aber ja, so ist es ja manchmal ein bisschen. Also, und wenn man dann auch, ist mir selber schon so gegangen, können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, dass man denkt, okay, wie alt warst du und was hast du da gemacht und wie alt ist sie jetzt? Ja, das genau. Das darf man nicht vergessen. Das würde mir zum Beispiel auch immer in den Sinn kommen, als ich dann schon, weiß ich nicht, diese und jenen Erfahrung gemacht habe oder vielleicht, auf, weiß ich nicht, mit der Schule auf meiner Abschlussfahrt war, ist mein heutiger Partner erst eingeschult worden oder auf die Welt gekommen vielleicht sogar, wie auch immer. Schlammschlacht. Schlagzeilen im Fokus. Da sind wir schon bei der nächsten Rubrik. Genau. Den Schlagzeilen. Ja. So ähnlich war es ja ungefähr bei Heidi Klum und ihrem Tom. Sie ist mit dem Tom zusammen. Ne? Ich komme immer so, ich habe das Gefühl, sie ist mit beiden zusammen. sind ja auch Zwillinge, wäre gar nicht so weit auseinander. Und Heidi Klum müsste ungefähr gerade in ihrem Schulabschluss gewesen sein, als ihr Partner, ihr heutiger Ehemann, geboren wurde. Das ist nämlich 16 Jahre Altersunterschied. Das ist sicherlich, ich weiß gar nicht, wie es zustande kam. Also Heidi hatte ja auch wesentlich ältere Männer an ihrer Seite. Mhm. Am Anfang. Und dann, stimmt, Flavio Briatore mit ihr, mit ihm als das erste dann, Kind. Ja, klar. Ja. Und dann noch andere. Und dann ist der Altersunterschied immer weiter angeglichen. Und dann auf einmal ist die Skala, die Amplitude in genau die andere Richtung verrutscht. Und dann denkt man auch, ja, warum denn nicht? Das ist so ein Beispiel dafür, dass man sagt, klar, ich glaube, das hat sie ganz gut eingerichtet. Ich will es gar nicht vorwerfen, aber irgendwie hat man den Eindruck, ja, Da hat sie sich ihr Lebensmodell schon ganz ordentlich zusammengebastelt. Ja, ja. Damit sozusagen, dass auch immer alles frisch bleibt. Genau, der Wippeneffekt. Mit einem Schlag auf einmal war das andere Gewicht dann stärker. Und jetzt hat sie halt eben doch einen stark jüngeren Partner. Und ich finde aber, er steht ihr gut. Also wenn man überhaupt davon reden kann, dass ein Partner einem steht. Aber ich finde, ich glaube, das ist wirklich zwischen den beiden echte Liebe, wirklich echte das Anziehung. Unbenommen. Also da gibt es also, gar kein Vertun. Und ich meine, weil die, so, das spielst du auch nicht. Das haben beide in keinster Weise nötig. Nee, genau. Der Tom, die haben ja wirklich auch als Popstars eine gute Karriere hingelegt. Ja. Und das haben die, glaube ich, nicht nötig, da irgendwas vorzuspielen. Genau. Letztendlich ist es so, je größer der Altersunterschied oder wie wir sagen Age Gap, umso größer das Trennungsrisiko. Ist das so? Also statistisch ist es so erwiesen, aber ich meine, ich glaube nur jeder Statistik, die du auch selber gefälscht hast. ich weiß es nicht. Ich kann das gar nicht so, es gibt da wohl irgendwelche Erhebungen, aber es gibt auch viele Beziehungen, gerade in diesem Fall. Gut, beim Kollegen, beim Sky Dumont hat es nicht funktioniert, aber ja, stimmt, mit seinem Miriam, aber zum Beispiel bei Heiner Lauterbach. Stimmt, und wie alt ist der eigentlich? Das weiß ich gar nicht so genau. Da funktioniert es hervorragend. Ja. Er ist dieser Frau zutiefst dankbar, es passt, sie haben gemeinsame Kinder. Es ist eine unglaublich schöne, harmonisch wirkende Beziehung. Und da gibt es kein Vertun. Also, da würde ich auch tatsächlich wieder dahin zurückkommen. Das Alter spielt im Endeffekt eine untergeordnete Rolle, wenn zwei Menschen in dieselbe Richtung blicken, vielleicht auch auf einem ähnlichen Stand in ihrem Leben sind, wo sie hinwollen. Also wenn, ne, wenn jetzt noch ein Kinderwunsch da ist, zum Beispiel von dem einen Partner und der andere sagt, tut mir leid, da bin ich ja schon seit 20 Jahren rausgewachsen, dann ist das tatsächlich, glaube ich, auch ein Trennungsgrund. Weil sonst würde ich ja als jüngerer Partner, wenn ich noch einen Kinderwunsch habe, davon ja absprechen müssen, bloß weil das aus irgendwelchen Gründen bei meinem reiferen Partner nicht funktionieren würde oder er es nicht möchte oder sie nicht möchte, wie auch immer. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es schon ein Trennungsgrund, wo soll denn sich die Beziehung hinentwickeln? Und wenn das nicht zusammenpasst, was, glaube ich, häufiger vorkommt, wenn ein großer Altersunterschied da ist, dann trennt man sich halt. Um nochmal meinen Gedanken zu folgen, einem Aufsatz gemäß Heinrich von Kleist über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, das habe ich schon im Sprecherziehungsunterricht an der Schauspielschule mal, bin ich mit diesem Schriftstück in Verbindung gekommen
Und ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, es ist weniger der Altersunterschied, liebe Jana, als die unterschiedlichen Interessen. Mhm. Wenn man es versteht, die gemeinsamen Dinge so zu halten, dass man sagt, ja, wir haben viele Gemeinsamkeiten und er wirkt reifer, meinetwegen jetzt in dem Fall der Tom, oder sie wirkt reifer. Auch sie wirkt, klar, ich glaube, dass eben sie kein Beispiel für die typisch 50-Jährige ist. Nein. Sie hat vor ein paar Tagen eine Bikini-Foto gepostet. Kann man nicht so richtig sagen. So, klar, sie hat doch viel Zeit, sich um sich selbst zu kümmern. Da wollen wir mal eine Lanze für die Hausfrauen brechen. Aber es ist schon so, dass, ich glaube, dass die Interessen auch sehr gleich sind. Ja. Medien, er sie unterstützt. Was geben wir an die Öffentlichkeit, was nicht? Ne? Ja, das ist auch so. Sicherlich, ja, gemeinsame Kinder, weiß jetzt nicht, ob das noch stattfindet. Steht sicherlich in Sternen. Aber ich finde nochmal, um es nochmal ganz deutlich zu formulieren, ich glaube, es ist weniger der Altersunterschied, der dann das Trennende ist, sondern eher die fehlenden Gemeinsamkeiten. Ja, sehe ich ganz genauso. Gucken wir uns mal die nächste Schlagzeile an. Age Gap, Love. Die Blicke auf der Straße sind oft unerträglich. Ja, da sind wir wieder bei der, ich sag mal, bei der Öffentlichkeit, in dem Fall dann im Alltag. Ich glaube, würdest du hinschauen, wenn du einen Mann offensichtlich schon im Rentenalter mit einer deutlich jüngeren Frau sehen würdest? Würdest du zweimal hinschauen oder wäre das für dich... Das siehst du in Berlin andauernd. Ja. Du weißt nur nicht, sind die zusammen oder sind die nur heute zusammen? Ja, aber, stimmt. Aber nein, komischerweise, ich beobachte Menschen sehr gerne und auch sehr viel. Auch von Berufswegen schon interessieren mich Menschen. Wie sprechen die? Wie gucken die? Wie verhalten die sich? Das macht halt schon mal Spaß, auch mir generell Menschen zu beobachten. Ja, ja. Das habe ich immer gerne, das weißt du auch. Geht so mir mit, genauso. Ja. Was ich so gerne so mit Dialekten mache und so. Ja, ja. Aber mich stört es null. Du hast mich ja mal aufgeklärt, was das, ich meine, nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jana hat mich nicht aufgeklärt, aber sie hat mich aufgeklärt und zwar in einer Frage, in dem sie gesagt hat, dass wir schon psychologisch bewerten. Ja, absolut. Eine Person kommt in einen Raum, das fand ich sehr interessant, das habe ich auch von ihr gelernt und wir haben sofort die Kategorie, wir bewerten es im Unterbewusstsein, genau. Weil ich gar nicht wusste. Ja, genau, wir haben Schubladensystem, auch wenn wir es alle gerne abstreiten würden, aber unser Unterbewusstsein macht ganz normale Prozesse, von denen wir nichts merken, gefährlich oder ungefährlich oder zweite Frage, Mann oder Frau. So schätzen wir im Prinzip immer unser komplettes Umfeld. Das sind nur also die ersten zwei Schritte. Das finde ich so interessant, weil ich sagte jetzt wirklich, was du mir bitte glaubst. Ich bewerte das teilweise gar nicht. Mir ist passiert auch nicht bewusst. Ich weiß, weil ich nicht darüber nachdenke. Ja, genau. Ich bewerte das nicht und denke, ja, Mensch, schön oder auch seltsam, aber ich merke, dass ich es dann sofort wegschiebe und denke, ist mir endlich egal, lass die doch. Ja, also das ist mit Sicherheit ein Zeugnis auch einfach deiner Offenheit, deiner absoluten Toleranz und du nimmst, glaube ich, jeden Menschen genauso, wie er ist. Aber ein Beispiel, woran du merken würdest, dass es so ist, würde jetzt hier in unseren schönen Podcast-Raum, den wir haben, würde jetzt hier ein Mann reinkommen mit einem Messer an der Hand, wärst du binnen Millisekunden in absoluter Alarmbereitschaft. Würde ich beschützen, und, ja klar. Oh, danke. Nee, wirklich, aber ich meine nur, wenn das dein Gehirn nicht machen würde, nach gefährlich oder ungefährlich, würdest du diese Reaktion dann überhaupt nicht haben. Dann würdest du es ja gar nicht wahrnehmen. Das stimmt einfach nicht. Wir checken dauerhaft unser Umfeld ab, ob etwas für uns Gefahr bedeutet oder nicht. Oder wir wollen unsere Schubladen bedienen, gefährlich, ungefährlich eben, oder Mann oder Frau, sympathisch oder unsympathisch. Also wir haben immer wieder dieses Raster, sexuell attraktiv oder nicht. Wir brauchen unter einer Sekunde, um zu bewerten, ob uns jemand auf den ersten Blick attraktiv erscheint, sexuell attraktiv oder nicht. Das passiert alles unbewusst. Ich habe noch nie nach einer Frau geschaut und mich gefragt, ist sie jetzt sexuell attraktiv? Das wäre noch nie passiert. Nein, noch gar nicht. Ne? Noch nie. Ich meine nur, das sind so ganz unbewusst. Aber weißt du, was ich super interessant finde, was mir wirklich gerade einfällt, dass ich heute, und da kann ich dir nur beipflichten, dass ich heute anders durch die Welt gehe, durch den Alltag, auch durch die Stadt, als noch vor vielen Jahren. Ich denke heute bei ja, den vielen Dingen, die auch passieren, sicherlich auch, weil sie medial dann auch noch mal stattfinden. Komm, sei vorsichtig. Oder wenn du in der U-Bahn sitzt, man hört so viel Scheiße. Ja, ja. Und denkst,
was macht der da? Warum guckt der so, warum guckt der so komisch? Mhm. Ja, ich bin heute, das hat mich früher, guck mal, ich bin ja als Kind sehr oft von Pankow nach Prenzlauer Berg mit der Straßenbahn gefahren. Mhm. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Und heute denke ich als Erwachsener darüber nach. Und denke, okay, wie guckt der? Gucken die alle, nö, alles abgecheckt, nö, sieht alles harmlos aus. Genau, dann kannst du dich auch selber entspannen. Ich kann dir da nur zustimmen. Es stimmt. Jana. Also ich gucke heute anders. Insofern bewerte ich es dann doch, aber nicht die Menschen, sondern eher die Situation. Genau, und das ist auch ganz gesund. Weil genau so funktioniert einfach unser Unterbewusstsein und auch unser Urinstinkt, der möchte, dass wir überleben und wir wollen uns ständig selbst beschützen. Und genau das passiert auch. Und wenn wir auf der Straße rumlaufen und irgendetwas sehen, was nicht ganz so häufig vorkommt, was nicht sofort in irgendeine Schublade von uns passt, die wir eben ständig bedienen durch die normalen Eindrücke des Alltags, dann schauen wir einfach 2-3 Mal hin. Und das würde uns zum Beispiel passieren, wenn wir ein Paar sehen, wo ein ganz offensichtlich ganz großer Altersunterschied da ist, würde man sich schon sofort tauchen Fragen auf und die sind doch überhaupt nicht verwerflich. Wie kommt es denn zu der Konstellation? Sind die wirklich ein Paar? Ist es vielleicht Opa und Enkelin? Ist es Vater und Tochter? Ist es Mutter und Sohn? Wie auch immer. Also sofort würden Fragen aufkommen und die bemerken wir dann ganz bewusst. Also wo ich mich fragen würde, wäre, wenn ich es merkwürdig finden würde. Ich sage jetzt mal Mann und sehr junges Mädchen. Sehr, sehr jung, ja, auf jeden Fall. Das würde ich beobachten. Also das muss ich dir sagen, da ist man ja auch sensibilisiert inzwischen. Ja. Da würde ich dann denken, guckt sie komisch, ist da irgendwas, verängstigt aus. Ist da irgendwas nicht in Ordnung? Und dann würde man sofort, ich würde da so fast hinterherlatschen. Oder das beobachten. Ja, das beobachten, auf jeden Fall. Ansonsten, wenn die Dame also durchaus offensichtlich volljährig ist, würde ich sagen, naja, gucken wir mal. Und da haben wir wieder den Altersunterschied. Der Sugar Daddy wird kaum 16 sein, gerade mal eine Lehre anfangen und wird die Dame dann in materielle Höhen treiben. Das wird nicht möglich sein. Und die Dame, die die Vorstellung hat, wird sagen, na, so aus reiner Liebe mit dem zusammen, nein, bin ich nicht. Ich weiß schon sehr genau, wie ich meine Kollegin einsetze. Ja, so ist es. ziemlich genau. So, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Seelenstriptease. Fragen aus der Community. So, wir haben die nächste Rubrik, lieber Carsten. Ich liebe sie ja. Der Seelenstriptease. Ja, gut. Wer fängt denn an? Wir legen uns ja heute abwechselnd wieder auf die Couch. Ja, komm, dann fang ruhig an. Fang ich an. Ja. Hattest du in einer Rolle oder privat schon mal eine Beziehung mit einem großen Altersunterschied? Ich hätte gern beides beantwortet. Privat und beruflich. Ja, ich hatte schon Beziehungen mit einem großen Altersunterschied, also 20 Jahre. Und das ist sicherlich das, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass es vor allem die geistige Ebene ist, die dann, ich sage jetzt nicht intellektuelle, ich will da also halbwegs fair bleiben, wobei das schon damit gemeint ist, da gewisse Interessen auch sich verschieben und die gemeinsamen Interessen. Und ich sage jetzt mal, ich merke die Absicht und bin verstimmt. Und wenn man merkt, ja, jetzt, da werden Erwartungen oder eine Erwartung in mich gesetzt, wo ich dann sage, ja, warum soll ich die erfüllen? Also hat mit mir auch noch eine Menge zu tun. Und insofern, ja, das gab es sogar zweimal. Das eine Mal war es sehr ganz toll. Das andere Mal war es dann doch eher teilweise auch kompliziert, auch anstrengend. Das muss man jetzt gar nicht so vertiefen, aber schade eigentlich. Beide mal der gleiche Altersunterschied und dann doch absolut unterschiedlich. Und da hat man gemerkt, dass die eine Sache war halt unglaublich liebevoll und sehr reif schon. Das andere war scheinbar reif, aber dann doch eben teilweise sehr kindsköpfig. Jo. Also, ja, aber weil du sagtest, du könntest es gar nicht vorstellen, aber ich konnte mir das auch nicht vorstellen, aber ich habe nie darüber nachgedacht. Das hat sich dann so ergeben. Ich wollte gerade fragen, was hat denn so den Reiz für dich ausgemacht zu der Zeit? Ja, sicherlich auch das erstmal eine Äußerlichkeit. Das kann man wirklich nicht abstreiten. Aber dann auch das gemeinsames Lachen. Und umso weniger das dann war, umso anstrengender wurde es. Und umso mehr sowas erhalten bleibt, dieses gemeinsame Lachen und diese gemeinsame Fröhlichkeit,
und dass man auch das Gefühl hat, ja, man ist gemeint und so. Das ist ja auch immer so eine Sache mit der Öffentlichkeit. Also ich schaue schon seit doch sehr langer Zeit einfach aus bestimmten Situationen, aus Lehren aus bestimmten Situationen, dass das Privatleben, dass man doch auf eine ganz bestimmte Art und Weise sein Privatleben auch schützt. Und weil es ja sonst auch sehr angreifbar ist. Ja, ne? Und das ist so anstrengend. Und dass man auch jemanden hat, der das auch versteht. Ja. Und wo man nicht das Gefühl hat, das drängt jetzt aber in die Öffentlichkeit um jeden Preis. So, wo man sagt, das hat gar nichts mit meiner Bedeutung oder mit mir als öffentliche Person zu tun, sondern dass man sagt, komm, überleg mal, ob das immer so gesund ist, wenn man sich immer jedes Mal privat auch der Öffentlichkeit hingibt. Das ist nämlich überhaupt nicht gesund. Ja, ja. Da hast du ja wahrscheinlich auch schon so ein, zwei Erfahrungen in die Richtung gemacht, ne, was das auch bedeuten kann. Jana, was war dein größter Altersunterschied mit einem Partner oder vielleicht sogar mit einer Affäre? Vielleicht unterscheidet sich das ja auch deutlich. Ja, definitiv. Also so viele Lebenspartner. Warum wusste ich das, als ich die Frage stelle? Also Lebenspartner gibt es ja gar nicht so viele in meinem Leben. Ne? Da habe ich mich ja sehr selten wirklich gut gefühlt, da eine Partnerschaft einzugehen. Aber also im Liebesleben gab es schon mal größere Altersunterschiede, tatsächlich. Aber ich glaube, über 15, 16 Jahre, tatsächlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, jetzt hat es mich aber erwischt hier. Also ja, ich hatte tatsächlich als jüngere Frau mal jemanden, den ich unheimlich charismatisch fand. Das war völlig unabhängig von einem Alter, sondern tatsächlich von dem Charisma her. Also er hatte eigentlich ein unheimlich starkes Charisma. Der hat mich total in den Bann gezogen. Und ich weiß nicht, ob das auch so gewesen wäre, wenn er jünger gewesen wäre. Aber ich glaube, das hatte tatsächlich bei ihm auch wirklich was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, er war 14, 15 Jahre älter. Unsere Wege haben sich auch nur für eine Zeit gekreuzt. Einfach, weil auch ein ganz anderer Lebensentwurf da war. Als Partner kann ich es tatsächlich nicht sagen. Deswegen kann ich es mir wahrscheinlich auch nicht so gut vorstellen, wie es jetzt wäre, mit einem deutlich älteren oder deutlich jüngeren Mann in einer Partnerschaft zu leben. Hast du ganz bewusst, die Frage ist blöd, weil du es endlich beantwortet hast. Also es ist schon eine ganz bewusste Entscheidung, dass du sagst, unsere Interessen liegen einfach näher dran. Aber du hast ja nicht deinen Partner, den jetzigen, ausgesucht, weil du sagst, dass der ist genauso alt, wie er alt ist. Nee, gar nicht, ja. Überhaupt gar nicht. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt natürlich heute aus irgendwelchen Gründen in eine Situation kommen würde, dass ich wieder Single wäre, weiß ich natürlich auch überhaupt nicht, wie sich die Situation gestalten würde, ob ich dann nicht auch sagen würde. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, okay. Gut, dann sag mal. Du bist dran. Haben es Paare mit einem großen Altersunterschied deiner Meinung nach in der Gesellschaft schwieriger? Nein, heute nicht mehr, ganz und gar nicht. Das ist sicherlich, wird das auch manchmal Social Media mäßig boshaft kommentiert oder so, aber ich glaube, dass die gesellschaftliche Anerkennung heute so ist, dass man sagt, es ist völlig egal, wer wie älter ist. Und es muss auch normal sein, dass eine deutlich ältere Frau mit einem deutlich jüngeren zusammen ist, sein kann und dass es überhaupt kein gesellschaftliches Problem ist. Das gibt es ja jetzt inzwischen auch immer öfter, muss man ja sagen. Ja, und zu Recht. Ja. Also ich glaube nicht, dass es ein großes Problem ist, weil das wäre auch blöd und entspricht auch nicht meinem Selbstverständnis. Nicht, weil ich selber die Erfahrung schon gemacht habe, sondern weil ich denke, lasst die Leute doch einfach zusammenkommen, wie sie zusammenkommen. Und sprich, nicht sofort die Liebe absprechen, sondern erstmal abwarten. Und wenn sich dann herausstellt, dass es eben wirklich nur berechnend war, ja, dann ist es doch sowieso Quatsch. Und dann hält es ja sowieso nicht. Ja, genau, das muss man sagen. Das ist dann wahrscheinlich eher endlich. Jetzt kommt eine Frage von mir, die ich gerne noch einwerfen würde. Hattest du mal Interesse an einer deutlich älteren Frau? Gab es das auch mal, als du ein junger Mann warst? Oder auch vielleicht heute, man weiß es ja nicht. Ja, ich habe eine 96-jährige Dame im Visier. Nee, hatte ich nicht. Ich will kurz drüber nachdenken. Nein, wobei sich das ein bisschen gewandelt hat. Also, warte mal, doch, nicht deutlich älter, doch. Ich war schweinemäßig verliebt. Du erwischst mich gerade. Ja, bitte, auf Hiddensee. Ich war 16 und die war nicht deutlich älter, aber na klar, die war 19, 20. Oder 21 oder so. Natürlich nicht deutlich älter. Aber in dem Alter macht es schon was aus. Boah, hallo. Jahre. Die hatte aber irgendwie einen 30-jährigen Typen oder einen 31-jährigen und hat mir immer von ihrem Freund erzählt.
Und ich fand die irre, das war so eine, wie wir haben uns so urlaubsmäßig mal Bekanntschaft und ich glaube, dass sie mich auch richtig toll fand und hat gesagt, oh Mensch, sie sind manchmal süßer, aber dann kam der Freund und dann war der da und dann war, da haben wir uns nicht mehr so gesehen, ach, das fand ich schon nicht so toll, ja. Aber das war nicht ernsthaft so. Da wird sie sich wohl später ganz schön in den Arsch gekniffen haben. Weiß ich jetzt nicht. Ja, vielleicht oder auch nicht. Aber doch, das fällt mir gerade ein. Das war auf Hiddensee. Wow, ja. In so einer Diskothek. Och, das hast du mich ja wirklich, das ist mir wirklich in diesem Augenblick eingefallen. Wie sich dein Gesicht eben auch verändert hat, als dir das einfiel, da ist wirklich die Sonne aufgegangen. Das war echt Wahnsinn. Mal, ja, sehr witzig. Sag mal, weil du gerade sagtest, wenn du jetzt Single wärst, wie würde dein Leben aussehen? Du bist jetzt Single. Du würdest dich jetzt in einen Mitte-20-Jährigen verlieben. Wäre das für dich denkbar, oder? Also verlieben finde ich ja so ein starkes Wort, ne? Also für jemanden mal schwärmen oder eine gemeinsame gute Zeit könntest haben. Könntest du es überhaupt? Mit einem Mitte, ich würde sagen, ich würde zu nichts sagen, dass das nicht passieren kann. Also, das finde ich ja bei uns beiden sowieso gut, dass wir beide sagen, sag niemals nie, genau. Du weißt es nicht. Ja, ja, genau. Ich kann es auch wirklich nicht wissen. Ich könnte es mir aber aktuell, weil ich einfach keinen Mann kenne, der in dieser Altersspanne unterwegs ist, wo ich wirklich sagen könnte, den könnte ich mir auch ernsthaft an meiner Seite vorstellen. Auch mit meinen Ansprüchen, die ich als Partnerin natürlich habe. Man muss ja ehrlich sagen, damit muss man auch erstmal klarkommen. Also das ist auch nicht so einfach. Ich hätte Angst, dass ich den armen Jungen ganz schön überfordere mit meinen Wünschen. Jetzt muss man ja ehrlich sagen, die Frage stellt sich bei dir in keinster Weise, aber so einen theoretischen Exkurs ja mal zu betreiben, ist ja gar nicht falsch. Aber ich glaube auch, dass der bei dir das richtig schwer hätte, weil du ja doch sehr tough bist. Auf der einen Seite sehr liebevoll, auch als Mutter, wie ich dich so erlebt habe. Auf der anderen Seite sehr tough, was mir an dir auch sehr gut gefällt, diese Mischung. Mhm. Und da wären 20-Jährige, glaube ich, sehr überfordert. Ja, also ich hätte ja auch einfach intellektuell und von den Gesprächsinhalten her und so, hätte ich ja schon einen gewissen Anspruch. Der ist ja auch gewachsen in der Zeit. Also wenn nicht, würde ich mir schon eher Sorgen machen. Ne, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, da wo ist bleibt jetzt denn der Kleine heute? Ja, genau. Warum ist er noch nicht von der Arbeit zu Hause? Ja. Also, aber spannende Frage trotzdem, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Also vielen Dank dafür. Ich habe an dich noch eine Frage, lieber Carsten. Laut Online-Statistiken wünschen sich 12% der Frauen einen jüngeren Sexualpartner. Bei den Männern sind es 48%. Was denkst du, woran das wohl liegt? Ich weiß es nicht. Ich weiß 48% nicht. Prozent der Männer. Ich glaube an den geilen Konturen, die diese herrlichen Geschöpfe uns immer wieder verführerisch zur Verfügung stellen. Naja, klar, natürlich ist eine junge Frau sexuell anziehend, aber ich weiß nicht, ob das nicht immer nur der Wunsch ist und wenn es dann die Realität ist, ist es wieder was ganz anderes. Dass man es mal in seiner Fantasie durchlebt, na klar. Aber ansonsten finde ich das immer so eine Statistik, wo ich dann sage, ja, aber es erzählt ja auch viel über Mann und Frau. Ich glaube, dass der Mann schon auch im Durchschnitt noch mehr nach äußerlichen Attributen geht und urteilt und eine Frau sagt, nee, mir ist Humor, Art, Esprit teilweise wichtiger. Das ist wohl offensichtlich belegt und offensichtlich ist es auch so. Ja, und man muss auch ganz ehrlich sagen, da muss ich wieder kurz mit meiner Sexualtherapie-Ausbildung kommen, ne? Oder mit der Paartherapie-Thematik. Grundsätzlich ist es einfach so, dass wir uns fortpflanzen wollen. Das hat die Natur schon clever so gemacht, sonst wären wir schon längst ausgestorben. Also wir wollen uns einfach fortpflanzen. Und ein Mann ist ja sehr visuell gesteuert und eine junge, attraktive Frau macht einfach viel mehr den Anschein, dass sie, ich sag mal, in einem Alter ist und in einer Fruchtbarkeit, wo es natürlich Sinn macht, sich mit ihr zu paaren. Also, dass es jetzt 48% der Männer sind, die sich eine jüngere Sexualpartnerin wünschen. Also, mich wundert es eher, dass es mehr sind gerade, weil eigentlich ist das genau der Inhalt unseres Fortpflanzungstriebes. Also soll ich dir was sagen? Wirkliche sexuelle Attraktivität findet in der Birne statt und hat nicht nur was mit dem Knackpo zu tun. Man muss es so sagen. Also das ist, vielleicht habe ich das aus dem Laufe meines Lebens erfahren dürfen, aber es ist, ich denke das wirklich. Ja? Also ganz tolles Statement. Finde ich nämlich ganz genauso. Ja, so weil das ist, also weil das ist, glaube ich, das, die Erfahrung wird auch jeder im Laufe seines Lebens machen, weil sie denkt, wow, was für eine tolle Frau. Dann sagt die einen Satz und du denkst, was hat die gerade gesagt? Nee, bitte nicht. Oder wie oft habe ich schon gehört von Männern, boah, die war so erotisch, so sexy, die hatte den tollsten Body. Ey, aber der Sex, der ging gar nicht. Den habe ich auch schon so oft gehört. Also,
der tolle Körper hat nicht immer was mit toller Sexualität zu tun. Nee, genau. Hätten wir es auch besprochen. Da haben wir beide sicherlich die Erfahrung auch schon gemacht. Das können wir unseren Zuhörern und Zuhörern durchaus mit nach Hause auf den Weg geben. Eine ganz kurze Frage noch, bevor wir dann wirklich zum Ende kommen. Was würdest du eigentlich machen, wenn deine Tochter mit einem wesentlich älteren Mann nach Hause kommen würde? Ach du Schande, das ist ja eine schwierige Frage. Das finde ich tatsächlich nicht so einfach. Weil du hast ja wirklich eine ganz liebe Tochter. Ja. Und ich mache mir schon fast Sorgen, ne? Jetzt ist die 16, ne? Jetzt und okay. Genau, also sie ist jetzt 32 und sagt, wow, was sagst du denn? Wenn ihr Freund jetzt 32, aber um Himmels Willen. Also ich kann mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass in den nächsten 2-3 Jahren, wenn sie dann mit einem deutlich älteren Jungen kommen würde oder Mann in dem Fall, könnte ich mir einfach schwer vorstellen, dass er ihr Tempo mitgehen kann oder möchte. Und das letzte Gefühl, was ich für meine Tochter mir wünsche, ist, dass sie irgendwie gedrängt wird, in einem Tempo Erfahrungen zu machen, die sie vielleicht jetzt selber noch gar nicht in dem Tempo machen wollen würde. Weil doch nichts ist doch schöner, als sich zu entdecken und sich kennenzulernen. Und wenn sie das mit einem Mann machen würde, der schon ganz viel erlebt hat und schon viel schneller ist in vielen Themen, hätte ich ein bisschen Sorge darum, dass es auch wirklich das ist, was sie wirklich will. Aber im Endeffekt, wenn sie mit einem Mann oder mit einem Jungen kommt und sich da unsterblich verliebt hat, dann habe ich da gar nichts dazu zu sagen. Also wenn es, ich sag mal, keinen Grund gibt, da wirklich irgendwas dagegen zu sprechen, aus irgendwelchen Gründen, fallen mir jetzt auch gar nicht so viele ein, ehrlich gesagt, wüsste ich gar nicht, ob ich da überhaupt das Recht dazu hätte, das zu bewerten als Mutter. Den Fehler machen Eltern öfter mal, dass sie dann also da irre dagegen sind und genau das Gegenteil erreichen. Aber das, glaube ich, ist ein anderes Podcast-Thema. Ich wage meine Prognose. Mhm. Es wird nicht passieren, dass deine Tochter mit einem wesentlich älteren Mann um die Ecke kommt. Noch dein Wort in Gottes Ohren, lieber Carsten. Wenn nicht, rufe ich dich an und brauche einen Rat. Ich habe sie kennengelernt. Ich sollte mich so täuschen, aber ein bisschen Lebenserfahrung habe ich auch. Es wird nicht passieren. Du wirst an meine Worte denken. Liebe Jana. Ja, es war schön. Sehr schön, heute sehr kurzweilig, über ein sicherlich sehr, sehr wichtiges Thema. Und sehr spannend auf jeden Fall. Ja, wir haben festgestellt, dass der Altersunterschied eigentlich heute gesellschaftlich keine Rolle mehr spielt, aber durchaus in einer Beziehung problematisch sein kann. Ja, und unter welchen Hintergrundthematiken das dann natürlich auch dann langfristig eher schwierig werden kann und unter welchen aber auch nicht. Schon sehr interessant. Und ich fand es auch interessant zu hören, dass du als 16-Jähriger so toll verliebt warst. Ja, das war so irre. Das war richtig toll. Dann auf ein nächstes Mal. Schaltet gern wieder ein, lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Und dann freue ich mich auf den nächsten Talk mit dir. Klar. Jetzt fällt mir noch ein Gedanke ein. Und wir haben uns zwar schon verabschiedet, aber noch ein Schlusssatz vielleicht. Ich glaube, der Goethe hat es gesagt. Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Oh, und das ist ja philosophisch. Das lassen wir so stehen. Und das lassen wir mal so stehen, wenn ich das darf. Unbedingt. Und, liebe Jana, bis bald. Bis bald. Umarmung und tschüss. Tschüss. Das war wieder eine Folge Seitenwechsel, der Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein Doku-Format. Schalte ein jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel, der Podcast. Eine Produktion von Arriva Media. Herstellungsleitung André Golsche. Produktionsleitung Ulla Meier. Inhalt und Redaktion Lena Neumann. Musik, Sammy Naja, Ton und Schnitt, Denise Vesper.